Ich sollte wohl am besten damit anfangen, mich bei all jenen zu entschuldigen, die Teil 4 gehört haben. Es tut mir sehr leid. Ich hatte keine Ahnung, was das auslösen würde. Die Agenten haben mir aber versichert, dass die Geschichte restlos aus dem Internet getilgt wurde und dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Falls ihr Teil 4 gehört haben solltet, dann bitte ich euch, vergesst alles, zu eurem eigenen Wohl. Solltet ihr an Nasenbluten, Schwindel, Migräne oder Halluzinationen leiden, so geht bitte sofort zur nächsten Notaufnahme. Und im Fall, dass ihr einen wiederkehrenden Traum von einer Insel habt, die aus Gesang besteht, so solltet ihr unter keinen Umständen versuchen, euch der blauen Tür mit der aufgemalten Krähe zu nähern oder diese zu öffnen. Falls ihr Teil 4 nicht gehört habt, es gibt kein Teil 4. Sowas existiert nicht, vergesst, dass ihr je davon gehört habt. Ihr wisst vermutlich inzwischen, dass es eine heruntergekommene Tankstelle am Rande unserer kleinen Stadt gibt und dass dort seltsame Dinge passieren. Der Stadtrat hat mich persönlich gebeten, nicht mehr darüber zu reden, da es einige gewiefte Zuhörer gab, die es nicht nur geschafft hatten, mit Hilfe meiner kurzen Beschreibung herauszufinden, wo die Stadt liegt, sondern mich sogar hier bei der Arbeit besucht haben. Ich habe gehört, dass einer von ihnen wohl den Mathematisten beigetreten ist und die anderen zwei sind immer noch verschwunden. Ich schätze, dass ich mich noch einmal entschuldigen muss. Zur Abwechslung bin ich gerade nicht am Arbeiten. Die erste richtige Pause, seitdem ich angefangen habe, meine Geschichten auf dem Quittungspapier zu schreiben. Die Zeit hat hier so ihre Eigenarten. Sie vergeht gleichzeitig langsam und schnell. Wie wenn man Sirup aus einer Schrotflinte schießt. Es war eine gute Idee, ein Tagebuch zu führen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor mein Laptop-Akku den Geist aufgibt. Das heißt, jetzt wäre noch der perfekte Zeitpunkt, meine ganzen Einträge vorzutragen. Bevor der Akku leer ist oder der Blutverlust mir den Garaus macht. Ach, bevor ihr euch Sorgen macht, ich habe bereits Tom angerufen. Er sagte, dass er sich auf den Weg machen würde, um mich ins Krankenhaus zu fahren, sobald er das Abendessen für die Ledford-Waisen, John Ben und Little Sister, abgeholt hat. Tom und die anderen Deputies kümmern sich abwechselnd um die beiden und bringen ihnen Essen vorbei, um die ganze Situation ein wenig erträglicher zu machen. Die zwei leben ganz allein seit dem Vorfall, der überhaupt nicht passiert ist. Und jeder, der was Gegenteiliges sagt, ist ein verdammter Lügner. Ich schweife schon wieder ab. Ich schätze mal, ich sollte mich am Riemen reißen und meine Einträge vorlesen, solange ich noch die Möglichkeit dazu habe. 2. November 2017, 21 Uhr. Seit dem Halloween-Vorfall ist hier so viel passiert, über das wir nicht reden dürfen. Ich war viel beschäftigter als sonst, sowohl mit den Nachwirkungen als auch mit dem Kult. Die Mathematisten haben unseren Laden quasi täglich leer gekauft. Sie bereiten wohl irgendein geheimes Event vor, über das sie nur in gedämpften Murmeln und Flüstern sprechen. Es wird früher dunkel und das Wetter wird kälter. 3. November 2017, 2 Uhr. Der Mann im Trenchcoat ist wieder da. Er steht vor der Tür der Tankstelle und starrt hinein. Er ist jetzt schon seit fast einer Stunde da. Positiv daran ist, dass seitdem er aufgetaucht ist, kein Kunde mehr in den Laden gekommen ist. Nicht so positiv ist, dass ich das Gefühl habe, dass er versucht, mir Gedanken in meinen Kopf zu pflanzen. Aber das wird er nicht schaffen. Ich habe viel zu viel Übung, was das Thema angeht. Kiefer ist vorhin hier gewesen, bevor die Sonne untergegangen ist. Er saß in einer der Nischen und hat Kaffee getrunken. Irgendwann ist dann auch Spencer Middleton aufgetaucht. Er sprach mit Kiefer, stürmte dann zu meiner Kasse und schrie dabei aus vollem Halse. Er nahm sich das Regal mit den Rubbellosen und warf es durch den Raum. Es war offensichtlich, dass irgendetwas ihn verstimmt hatte. Alles in Ordnung? Fragte ich dämlicherweise. Ich wusste verdammt gut, dass nie alles in Ordnung war. Hast du auch nur ein Wort gehört von dem, was ich gerade gesagt habe? Fragte Spencer. Ich musste ihm erklären, dass ich Ohrstöpsel getragen hatte, um die Schreie besser zu ignorieren, die regelmäßig aus den Lüftungsschlitzen drangen. Die Schreie hatten wohl vor einer Weile aufgehört. Oder ich habe sie mir vielleicht nur eingebildet. Wie auch immer, die Ohrstöpsel waren jetzt überflüssig. Oh, an dem Punkt kam Tom in den Laden und sein weißes Haar sah noch weißer aus als sonst. Ja, und Spencer bemerkte direkt die Anwesenheit des Deputies. Wo ist er? Er sprach in einer Mischung aus Flüstern und Grollen. Wo ist der andere? Carlos? Fragte ich. Spencer seufzte. Klar, Carlos. Ach, er kommt erst in 20 Minuten.
Wenn er hier ist, dann sagst du ihm, dass wir uns unterhalten müssen. Und damit gab Spencer Middleton einen schrillen Pfiff und verließ den Laden. Kiefer sprang von seinem Platz auf und folgte ihm dicht hinten dran. Tom hat mir dann geholfen, die Unordnung aufzuräumen und das Losregal wieder zusammenzusetzen, ohne eine einzige Frage zu stellen. Als Carlos zur Arbeit kam, erzählte er mir, dass er seltsame Träume hatte. Träume von etwas Großem, Lebendigem, Atmendem, Unterirdischem, die immer auf dieselbe Weise endeten, indem die Tankstelle in ein riesiges Erdloch stürzte. Ich erzählte ihm, dass Spencer ihn sucht. Da wurde Carlos auf einmal ernst und fragte mich, ob er mir etwas zeigen dürfe. In der Gefrierkammer, hinter einem Stapel Kisten mit der Aufschrift Non Aprire, was auch immer das bedeutet, die sind schon länger da hier als ich, befand sich eine Decke und in dieser Decke war ein weiterer Kiefer. Meine erste Frage an Carlos war: Du hast die Leiche zurückgestohlen? Er schaute auf den Boden und schüttelte den Kopf, schüchtern, wie ein Kleinkind, das gerade für das Kochen von Meth verhaftet wurde. Du hast noch einen getötet? Fragte ich. Carlos erklärte dann, dass es ein Unfall war. Schon wieder. 3 Uhr. Der Mann im Trenchcoat ist endlich weg. Er hat Kratzspuren auf dem Glas der Ladentür hinterlassen. Ich habe die Aufnahmen der Überwachungskameras überprüft, um meinen Verdacht zu bestätigen. Er bleibt immer gerade außerhalb des Sichtfelds unserer Kameras. Warum kann ich mich nicht daran erinnern, wie sein Gesicht aussieht? 3.30 Uhr. Marlboro war der erste Kunde im Laden, nachdem der Mann im Trenchcoat gegangen war. Ich sagte ihm, dass ich überrascht sei, dass er noch am Leben ist. Er hielt das für ein Kompliment und sagte: Danke! Ich fragte ihn, ob er für das große Event bereit sei, aber er starrte mich daraufhin nur mit einem leeren Blick an. Es war klar, dass er keine Ahnung hatte, wovon ich da redete, also erzählte ich ihm, wie ich das alles geschlussfolgert hatte. Die unübliche Aktivität der Kultisten, das Flüstern, das Aufkaufen unserer Vorräte. Mir war klar, dass bald irgendetwas passieren würde. Während ich redete, wurde Marlboro merklich blasser und rannte noch bevor ich fertig war mit dem 99-Cent-Slushy in der Hand aus der Tankstelle. Ich weiß, dass ich eigentlich einen Inventarverlustschein wegen des Diebstahls schreiben sollte, aber ich kann mich nicht überwinden, es zu tun. Es ist schwierig zu erklären, aber irgendetwas an Marlboro sorgt dafür, dass er mir wirklich leid tut. 6 Uhr. Ich habe mich wieder beim Graben erwischt. Ich weiß nicht, wie lange ich da draußen war oder wer den Laden geführt hat, während ich weg war. Das Loch ist inzwischen so tief, dass ich fast nicht mehr von alleine rausklettern konnte. Vielleicht sollte ich über die Möglichkeit nachdenken, eventuell eines Tages einen Arzt zu fragen, ob das normal ist. 8 Uhr. Marlboro sitzt gerade in der Vorratskammer und weint. Wegen seinem Schluchzen konnte ich seiner Geschichte kaum folgen, aber anscheinend wurde Marlboro die letzten Woche über auf eine Art Visionssuche geschickt und hatte keine Ahnung, wofür sich die anderen Kultisten eingedeckt hatten. Als er vorhin dann zurück auf dem Gelände war, fand er den ganzen Ort völlig verlassen vor. Die Betten waren nicht gemacht, auf einigen Tellern lag noch Essen, ein Feuer brannte noch im Kamin, die Klamotten der Leute waren immer noch in den Kisten neben ihren Schlafsäcken. Aber die Leute selbst, alle, waren einfach weg. Marlboro kommt nicht so gut damit klar, aber ich habe ein Geschäft zu führen, also bat ich Carlos, mir zu helfen, ihn in die Vorratskammer zu tragen. Er kann sich dann dort in Ruhe mit der Situation auseinandersetzen und wenn er sich beruhigt hat, einfach, keine Ahnung, nach Hause gehen. 4. November 2017, 21 Uhr. Die Kammerjäger sind gerade gegangen. Sie sagen, sie haben diesmal alle Schlangen erwischt. Aber ich habe da so meine Zweifel. 5. November 2017, 17 Uhr. Kiefer kam heute wieder in den Laden und machte ein paar kaum verhohlene Drohungen. Er fragte auch nach Carlos, aber ich sagte, dass ich es leid war, den Vermittler zu spielen und dass, wenn er etwas mit Carlos zu erledigen hätte, er auch zu diesem gehen müsse. Da fing Kiefer an, sich komisch zu verhalten. Du weißt, dass dieser Ort nur ein großes Experiment ist und du bist nur die kleine Labormaus. Ich bat Kiefer, etwas zu kaufen oder zu gehen, also kaufte eine Packung Zahnpasta, zog sich dann im Laden aus und rieb die Zahnpasta auf seinen nackten Körper. Sie sagten mir, dass etwas mit deinem Gehirn nicht stimmt. Ist das wahr? Ich versuchte höflich zu sein und meine Augen abzuwenden, als ich antwortete, ja. Du hast eine Art geistiges Leiden? Ich antwortete wieder, ja. Zu schade. Zu diesem Zeitpunkt war Kiefer völlig nackt. Er ging zu der Slushy-Maschine und füllte einen großen Becher mit dem zuckrigen roten Gebräu, bevor er es über seinen Kopf ausschüttete.
Dann schüttelte er sich heftig wie ein nasser Hund und schleuderte kalten, klebrigen Matsch überall hin. An die Decke, an die Wände, ein bisschen ist mir sogar ins Gesicht geflogen. Aber ich habe versucht, meinen Zurückzucken zu verstecken. Mir war klar, dass das alles nur ein Versuch war, mich einzuschüchtern. Aber ich wollte ihm nicht die Genugtuung geben. Was ist es denn genau? Fragte er, als er zurück zur Kasse kam, wo sein Kleiderstapel auf ihn wartete. Was? Fragte ich. Ja, was ist deine Krankheit? Schizophrenie, Protanopie, Meningitis, schwul? Nein, antwortete ich. Ich schlafe nicht. Du schläfst nicht? Er klang wirklich interessiert. Niemals? Ich kann nicht einschlafen. Ich habe seit der Highschool keinen einzigen Tag geschlafen. Es ist ein seltener genetischer Defekt, ohne Heilung und ohne Behandlungsmöglichkeit. Eines Tages wird es mich umbringen, aber bis dahin gehe ich, so gut es geht, damit um. Das muss es sein. Deshalb kann er dich nicht erreichen. Wer kann mich nicht erreichen? Dann kam Spencer in den Laden, warf eine Decke über Kiefer und führte ihn zum wartenden SUV. Einen Moment später kam er zurück in den Laden und bot mir $100 für die Aufnahmen der Überwachungskameras von heute Abend an. Ich frage mich, wofür ich meine $100 ausgeben soll. 21 Uhr. Ich hatte den Verdacht, dass im Laden etwas nicht stimmt. Die leeren Verpackungen von Schokoriegeln liegen verstreut im Laden. Die Aufnahmen der Überwachungskamera werden auf mysteriöse Weise gelöscht. Seltsame Geräusche kommen mitten in der Nacht aus den Wänden, wenn ich eigentlich allein sein sollte. Also mehr seltsame Geräusche als sonst. Aber jetzt weiß ich, dass Marlboro die letzten 2 Tage hier gelebt hat. Er kam einfach im Bademantel aus der Vorratskammer, nickte mir zu, als ich ein Stück Jerky schnappte und dann auf die Toilette ging. Es ist mir nicht mal in den Sinn gekommen, dass Marlboro möglicherweise nie gegangen ist. 6. November 2017, 4 Uhr. Es ist passiert. Ich nehme an, es war nur eine Frage der Zeit. Ich weiß, ich sollte Reue oder Trauer empfinden oder eine der anderen Emotionen, die normale Menschen empfinden, nachdem so etwas passiert ist. Aber eigentlich ist es mir nur peinlich. Vor ein paar Stunden kam ich zu mir mit einer Schaufel in der Hand. Ich hatte wieder gegraben und diesmal hatte ich richtig Fortschritte gemacht. Das Loch war mindestens 2 Meter tief und die Wände steil aus losem rotem Ton. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass ich in eine tintenschwarze Nacht mit unzähligen Sternen starrte. Und als ich einige der größeren Himmelskörper zu bewegen begann, stellte ich fest, dass diese Sterne eigentlich nur die seelenlosen roten Augen der mutierten Waschbären waren, die mich über den Rand des Lochs anstarrten. Vermutlich wollten sie Futter, diese schamlosen kleinen Bettler. Ich warf die Schaufel aus dem Loch und da hörte ich es. Stellt euch das Geräusch vor, wenn ein Metzgermesser auf eine Wassermelone trifft. Wie ein dumpfes, nasses Flatsch. Jetzt stellt euch noch vor, dass die Wassermelone anfängt zu gurgeln und dann umfällt wie ein Sack Kartoffeln. Hör mal, die Metapher ist etwas abgeschweift. Als ich aus dem Loch kletterte, sah ich die Schaufel aufrecht stehen. Die Spitze steckte fest in der Brust eines noch zuckenden Kiefers. Dieser Kiefer war tot, bevor ich es zu ihm schaffte. In einem letzten Akt des Trotzes streckte er mir beide ausgestreckten Mittelfinger entgegen. Ich empfand eine kleine Spur von Respekt hierfür, bevor ich in einen Geisteszustand geriet, den man wohl nur als gedämpft panisch bezeichnen kann. Das erste, was ich tun wollte, war etwas zu finden, in das ich die Leiche einwickeln konnte, da sicher bald Spencer Middleton wegen ihr hier aufkreuzen würde. Als ich in die Tankstelle ging, war ich überrascht zu sehen, dass Marlboro es sich zur Aufgabe gemacht hatte, an der Kasse zu arbeiten, während ich weg war. Er rief gerade einen unserer Stammgäste an, Charles, einen großen fetten Mann, der immer Seife und gekochte Erdnüsse kaufte. Ich nahm eine Abdeckplane aus dem Regal und ging wieder raus. Und dann lernte ich etwas. Kiefer war schwer. Also, mir ist schon klar, dass menschliche Körper im Grunde nur fleischige Wasserballons voller Eingeweide und Exkremente sind, aber nichts konnte mich darauf vorbereiten, wie undicht und schwer ein toter Mann sein kann. Nur durch ein Wunder habe ich es geschafft, Kiefer ungesehen durch die Hintertür in die Gefrierkammer zu ziehen. Es hat mich all meine Kraft gekostet, die Masse hinter die Kisten auf die anderen 3 zu legen. Ich bin richtig ins Schwitzen gekommen und als ich endlich fertig war, war nicht mal die Kälte der Gefrierkammer genug, um mich abzukühlen. Als ich also da so stand, wieder zu Atem kam und sich das Adrenalin langsam abbaute, dämmerte mir etwas. Neben mir waren 4 Kiefers in dieser Gefrierkammer. 4.
Kiefers. Wo zur Hölle kamen die anderen zwei her? Die Tür öffnete sich, Marlboro kam rein und zog dabei einen toten Kiefer an den Beinen hinter sich her. Er blieb stehen und nahm dann Augenkontakt mit mir auf. Als er die Kiefers zu meinen Füßen sah, sagte ich das Einzige, woran ich denken konnte. Okay, das ist peinlich. Marlboro und ich beschlossen, eine Flasche Streger aufzumachen und ein paar Drinks zu nehmen. Er erzählte, dass er Kiefer bereits ein paar Mal aus Versehen getötet hatte. Und ich kann das komplett nachvollziehen. Es war einfach so einfach, den Typen umzubringen. Irgendwann kam Chaos in die Gefrierkammer, um sich eine Box mit Keksteig zu holen. Er hat die Anwesenheit der Kiefers nicht mehr gewürdigt. Oh, der Akkustand meines Laptops ist gerade bei 2%. Ich werde also keine Zeit haben, euch den Rest meines Tagebuchs vorzulesen, bevor er ausgeht. Dann habe ich auch keine Zeit, euch zu erzählen, wie ich hier auf dem Boden dieses Loches unterhalb des Ladens gelandet bin und mir mein Bein gebrochen habe. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass ich hören kann, wie sich oben jemand bewegt. Was gut ist, weil ich glaube, ich bin nicht allein hier unten. Wenn ihr das hört, dann heißt das, dass ich es geschafft habe, meine Geschichte hochzuladen. Wenn ihr das ja nicht hört, keine Ahnung, was seid ihr dann? Oh, jemand hat gerade meinen Namen von oben gerufen. Ich glaube, es war Carlos. Ich frage mich, was mit Tom passiert ist. Warum ist Tom nie aufgetaucht? Wenn wir gerade vom Teufel sprechen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Tom den Halloween-Vorfall nicht überlebt hat. Moment, mit wem habe ich dann die ganze Zeit geredet? Ich verspreche, wenn ich lang genug überlebe, um meinen Akku wieder aufzuladen, komme ich zurück, um den Rest zu erzählen. Bis dahin... Fortsetzung folgt, schätze ich.